Wir sind in der siebten Klasse und machen nochmal eine Übung zur grafischen Kräfteermittlung. Wir nehmen mal Folgendes an. Ein Flugzeug steht nicht am Boden, sondern es fliegt. Und zwar schön geradeaus, ganz wunderbar geradeaus. Es fliegt keine Kurve, es fliegt nicht hoch, nicht runter, es bleibt auf seiner Flughöhe. Und es fliegt jetzt hier in diesem Fall mal auf uns zu, denken wir uns. Triebwerke, damit genug Schub da ist, damit es oben bleibt, ne? Sonst wird es langsam absinken. So, und wir gucken uns mal das Flugzeug von vorne an. Und wir wissen ja, bei einer gleichmäßigen, geradlinigen Bewegung gibt es verschiedene Kräfte. Das Flugzeug hat eine Gewichtskraft. Wir vereinigen mal alles in diesem roten Massepunkt des Flugzeuges. Und die Gewichtskraft, wissen wir, die heißt Fg. So, damit das Flugzeug oben bleibt, brauchen wir eine Auftriebskraft. Wie lang muss ich den Pfeil malen? Genau, erst denkt man, ah ja, die muss ja größer sein, ne, damit das hochfliegt. Nee, nee, wir wollen es ja fliegend lassen. Also sagen wir, die Auftriebskraft wird genau entgegengesetzt und ich muss den Pfeil genauso lang malen. Und wir schreiben hier hin, Fa. Und da wir jetzt mittlerweile wissen, dass wir es mit Vektoren zu tun haben, machen wir hier einen Pfeil drüber, aber hier über Fg auch. Ne? Genau nach unten gerichtet und dieses Flugzeug fliegt eben wunderbar geradeaus. Gibt es Kräfte, die nach rechts und links wirken im Moment? Ist genau richtig. Wenn es hier eine Kraft gäbe, dann würde das Flugzeug um die Kurve fliegen. Aber das macht es nicht. Und deswegen können wir die beiden Kräfte mal lassen. Jetzt gucken wir uns das Flugzeug mal an, wenn das Flugzeug von der... Also wir gucken uns diesen Airliner an. Der ist jetzt fliegenderweise von der Seite. Hier die Tragfläche. Leitwerk. Höhenleitwerk. So, jetzt fliegt dieses Biest geradeaus. Und wir können wieder ranmalen. Ne? FG. Achso, ich wollte ja unseren roten Massepunkt. Den male ich mal ungefähr über dem Tragflügel. Ranmalen und jetzt können wir sagen, Fg ist wieder, ohne dass wir jetzt wissen genau, wie viel Fg beträgt, aber ist wieder eine gewisse Länge und genauso lang muss Fa sein. Jetzt gibt es aber Kräfte, und da kommen wir dann später drauf, wenn das Flugzeug ganz einfach mal das Gas wegnimmt, ich sag's mal so. Aber was anderes, hier wirken wieder zwei Kräfte, zusätzlich, und zwar in die Vor- und Zurückrichtung, sage ich mal so locker dazu. Welche Kräfte müssten das sein? Richtig, wir haben eine Schubkraft, ne, damit das Flugzeug vorwärts fliegt. Die sieht man hier in dieser Darstellung in der linken nicht. Wir haben eine Schubkraft. Lass die so groß sein. Das sagen wir F dazu. Und wenn wir eine Schubkraft haben, nur eine Schubkraft, dann müsste ja das Flugzeug immer schneller werden. Was müsste da noch für eine Kraft entgegenwirken? Weil das Flugzeug fliegt ja immer schön geradeaus und auf gleicher Höhe. Das ist wirklich toll. Ja, das ist genau der Widerstand, der uns daran hindert. Eine Art Zugkraft, sagte jemand. Das ist richtig. Kann man ja theoretisch dazu sagen. Und zwar hier schreiben wir ran FW, wie Widerstand. Wirkt nach hinten und hindert das Flugzeug daran, andauernd schneller zu werden. Und die Schubkraft muss diesem Widerstand entgegenwirken, damit es gleich schnell bleibt. Ohne diese Triebwerke würde es bergab fliegen sozusagen. So, wunderbar, schön. Das ist schon meine erste Idee. Jetzt kam nochmal die Frage, macht man diesen komischen roten Punkt immer so in die Mitte? Ja, so ungefähr macht man das. Warum? Wir hatten ja gesagt, wenn wir mit Vektoren arbeiten wollen, haben wir ja nur Pfeile zur Verfügung, die man nebenbei auch abmessen kann. Und jetzt mal anhand eines Dreiecks, wenn ich mir so ein Dreieck so hinlege, ich habe das eben gerade gemacht, ich habe dieses Dreieck genau in einem Punkt erwischt und zwar so, dass es in alle Richtungen ausbalanciert ist. Das ist nicht unbedingt der Mittelpunkt, denn das muss kein gleichseitiges Dreieck sein. Wir haben hier ein Schuldreieck genommen, das ist bloß ein rechtwinkliges, gleichschenkliches Dreieck, kommen wir aber später drauf. Und da habe ich diesen Schwerpunkt gefunden, durch Ausbalancieren. Und da habe ich diesen auf diesen Schwerpunkt, da ist nebenbei gesagt auch so ein Gumminippel drauf. Und da habe ich das auf so ein anderes Lineal draufgelegt und siehe da, das Ding war total ausbalanciert. Im wahren Leben heißt das, ich würde mir, wenn, dann nur diesen Punkt schnappen. Und mit diesem Punkt letzten Endes, da würde ich arbeiten und würde dann FG oder irgendwelche Kräfte ranmalen. Ich mache das mal in Grau, also Auftriebskraft oder irgendwelche Kräfte. Darum geht es letzten Endes. Also mir diesen Punkt schnappen und das ist der sogenannte Schwerpunkt und den gibt es bei jedem Körper, auch beim Flugzeug.
Auch beim Auto, bei allem. Und da macht man das so. Okay, da hätten wir jetzt schon mal einiges geschafft. Wir machen noch was anderes, damit es vielleicht leichter wird. Wir gehen mal weg vom Flugzeug. Wir tun mal so, als wenn wir einen Berg haben, von der Seite gesehen. Ich lege hier so einen Berg hin, also das heißt, ich habe hier vielleicht so ein paar Bücher liegen und mit den Büchern, vielleicht noch ein Buch, habe ich einen Stapel gebildet. Ja, und dann bilden die Bücher einen Stapel und auf diesen Bücherstapel, da habe ich so ein Brett draufgelegt. So, und jetzt lege ich hier so ein Spielzeugauto drauf. Ein Spielzeugauto hat Räder, hat auch eine Scheibe, sieht vielleicht ein bisschen albern aus. Lass es ein Cabrio sein, weiß der Deibel. So, und dieses komische Spielzeugauto, wir wissen alle, das würde bergunter rollen. Das nützt uns aber jetzt bei den Kräften nichts. Ich mache Folgendes wieder. Ich nehme mir wieder meinen roten Schwerpunkt, den lege ich hier mitten rein. Den Rest an dem grauen Auto, den können wir jetzt komplett ignorieren. Welche Kraft wirkt jetzt grundsätzlich auf diesen Schwerpunkt, auf dieses Auto? Genau, die Anziehungskraft, sagen wir Gewichtskraft. Die Anziehungskraft hat man hellblau gemacht, ne, die Gewichtskraft. Also kann ich mir wieder hier einen Pfeil schreiben und einen Vektor versehen. FG, Gewichtskraft, Anziehungskraft, Erdanziehungskraft. Jetzt gibt es aber eine Kraft, die lässt das Auto im Moment nicht nach unten fallen, nach unten durchfallen. Wir hatten ja gesagt, wenn ich mich zum Beispiel auf ein Sprungnetz stelle, dann biegt das so leicht durch. Wenn ich hier drauf stehe, dann biegt das Sprungnetz so ein bisschen durch. Das gibt so ein bisschen nach. Aber das gibt so lange nach, bis die Federn, die hier sind, ausreichend gespannt sind. Das heißt, bis sich die Kräfte ausgeglichen haben. Nehmen wir wieder unsere Gewichtskraft. Erstmal mich hier als Schwerpunkt und ich nehme mal gleich, weil wir hier wahrscheinlich ein Kräfteparallelogramm malen können, ich nehme mal gleich mich. Das bin ich hier. Und der rote Punkt bin ich. Und ich habe hier wieder meine Gewichtskraft. So. Und jetzt gibt es eine Gegenkraft, die lässt mich nicht weiter tiefer sinken. Und diese Gegenkraft, die wird von den Federn hier gebildet. Hier links und rechts. Oh. Ich wollte ja die Gegenkraft. In diesem Fall, wie hat man die? Machen wir sie grün, ne? Grün, die uns wieder hochträgt. Und die muss in diesem Fall genauso groß sein. Sagen wir hierzu wieder eine Art Auftriebskraft, nach oben treibende Kraft. Jetzt wissen wir, dass wir per Kräfteverschiebung auch meine Gewichtskraft nach hier oben verschieben könnten. Dann würden die sich beide überlappen und würden sich gegenseitig auch dadurch schon alleine aufheben. Man sieht das dann gut. Aber wir können noch was machen. Wir können sagen, wir können hier entlang der Wirkungslinien der anderen Kräfte. Hier gibt es nämlich Kräfte, hier rechts und links. Das sind Zugkräfte an den Federn. Ich weiß aber nicht, wie lang. Deswegen kann ich sagen, hier greifen irgendwelche Kräfte an. Die werden wahrscheinlich die Richtung haben, aber ich kann den Pfeil noch nicht zu Ende malen. Ich darf den auch noch nicht zu Ende malen, denn ich weiß ja nicht, wo die sich dann später schneiden. Das heißt, ich muss hier den Pfeil mal wegnehmen, aber in den Pfeil hatte ich ihn gemalt, damit wir ahnen, in welche Richtung die ziehen. Das sind diese Federzugkräfte. Und jetzt wissen wir, wenn ich die blaue Kraft nach hier oben rein verschiebe, ich male sie mal daneben, damit fällt es besser auf. Das wäre FG-Strich. Die habe ich hier nach oben verschoben. Dann kann ich diese lila Linien parallel, hier, parallel verschieben. Ich mache das mal mit der einen direkt so. Ach, naja, mal sehen. Ne, also direkt parallel verschieben. Und die kann ich so lange verschieben, bis ich am Ende von FG wieder rauskomme. Machen wir das mal. So, das heißt also, jetzt habe ich meine ganze Feder verschoben. Das muss ich natürlich mal wieder zurückschieben. Und ich male mal diese Verschiebung nochmal direkt hin. Dann sieht man das besser. Und zwar hieße das, ich hätte hier eine Schnittlinie. Hier ungefähr. Ah, und jetzt könnte ich diese Kraft hier, diese, die könnte ich jetzt genauso parallel verschieben und hätte dann hier so eine Kraft. Schwupp. Und jetzt sehe ich bei den Schnittlinien, wie groß müssen die Kräfte sein. Jetzt kann ich auch einen Pfeil ranmachen. Ich habe diese als Federkraft, schreiben wir F, Feder. Aber ich kann noch keinen, vorher wusste ich noch nicht, wie lang die ist. Da kann ich noch nicht sagen, dass es ein echter Vektor ist. Jetzt habe ich die hier hin verschoben. Dann wäre, das wäre F Feder 1, F Feder
1 Strich und die ist jetzt mit Richtungspfeil und Länge versehen, von hier bis hier. Dann kann ich abmessen, wie groß die Federzugkräfte sein müssten. Das bloß nochmal zur Erinnerung, das kann ich auf der rechten Seite jetzt auch machen. Nochmal zur Erinnerung, wie kann man sowas machen? Aber jetzt nochmal hierzu. Jetzt habe ich ja hier eine Gegenkraft, die genauso groß sein muss wie die Gewichtskraft. Sonst würde mir das Auto durch die Ebene durchfallen, durch diese schiefe Ebene. Also sagen wir hier einfach FA dazu. So, Aber jetzt gibt es aus der Erfahrung, das wissen wir, gibt es eine Komponente, die wird uns bergab schieben. Die wird uns irgendwie bergab schieben. Und zwar genau parallel zum Hang. Den Pfeil darf ich noch nicht ranmachen, ne? Aber bloß nochmal bergab. In die Richtung wird die schieben. So, aber wie ermitteln wir die? Und da müssen wir jetzt mal ganz kurz überlegen. Eine schöne Vermutung einer Schülerin, die sagt, ja, da muss es noch eine Kraft geben, die zieht hier nach unten. Also die wirkt genau senkrecht zur schiefen Ebene. Stimmt. Da ist auch noch eine. Die nennt sich Normalkraft. Aber wie lang ist die? Die kann ich bis sonst wohin malen. Die Normalkraft, meine Vermutung, das ist sozusagen die Andruckkraft des Autos auf die schiefe Ebene. Damit es auch Kurven fahren kann, sonst würde es ja in der Gegend rumflattern. Das ist die Andruckkraft auf die schiefe Ebene. Ist dieser dunkelblaue Strich, muss der länger als FG sein oder wird er kürzer sein? Was vermutet ihr? Ganz genau, die kann nicht größer sein. Das wäre verrückt, ne? Also die Wirkungslinie, die ist in die Richtung. Die geht genau rechtwinklig zur schiefen Ebene. Wir machen das dann nochmal ganz ausführlich. Und jetzt vermutete ein Schüler, dann muss die eigentlich hier ungefähr zu Ende sein. Wenn ich diese lila Linie nach unten verschiebe, dann muss die hier zu Ende sein. Das machen wir dann später nochmal. Das heißt, wir hätten jetzt, wenn das wirklich so wäre, hätten wir hier die Länge von der sogenannten FH, sagt man dazu, Hangabtriebskraft. Da kommen wir dann bei der schiefen Ebene nochmal von der Seite gesehen, aber richtig schick mit größerer Zeichnung und so weiter, kommen wir nochmal drauf. Also so funktioniert der ganze Kram hier, was wir so machen. Immer wieder das Gleiche, wir müssen irgendwelche Kräfteparallelogramme schaffen. Parallelogramm, jetzt sieht dieses Dreieck nicht aus wie ein Parallelogramm, kommen wir aber dann zu, machen wir dann. Das bis dahin, ich mache das Video erstmal dicht. Gefällt euch Physik? Ja, habe ich mir gedacht.